sagen, ihr dürft keinen Sex mehr oder auf die natürlich. Selbstverständlich dürfen die Sex haben, wenn sie verheiratet sind, zu viel. Nein, die können auch vorher Sex haben. Aber sag ich mal, nein, die Moral ja, aber wer schreibt das denn vor? Wer hat denn das Recht, jemand anderem zu sagen, wann er Sex haben darf? Niemand hat das Recht. Ich glaube, Gott hat alles Recht. Ja, das glaubst du. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist Glauben. Das ist auch okay, dass wir den Glauben haben. Was Gott da gesagt hat, das hatte ich ja auch mir nicht mehr überlegt. Ja, genau. Nein, das glaube ich wieder nicht. Das ist glaubst du? Gründe, warum diese Regel vielleicht auch manchmal so ja, Europa ist es zumindest widerspricht so ein bisschen Freiheitsgedanken. Aber das denkst du auch nur, weil du an Gott glaubst. Und viele Menschen glauben nicht an Gott. Ja, okay, dann sollen sie das machen. Genau, und dann können sie Sex haben, wann sie wollen. Weil das schreibt ihnen niemand vor. Doch, und was ist denn mit, was ist denn mit, nicht dran glauben? Ja, das denkst du. Aber was ist denn zum Beispiel mit Homosexuellen? Was sagst du denn zu Homosexuellen? Ja, glaubst du, aber wenn ich nicht an Gott glaube, dann muss ich auf die Autorität doch nicht hören. Musst du nicht? Nee, und vor allen Dingen ist es doch in den meisten Fällen irdischer Vertreter eines erfundenen Gottes, der mir dann vorschreibt, mit wem ich Sex haben darf. Und niemand schreibt mir vor, mit wem ich ins Bett steige. Niemand. Nein, das ist